Dieser Mann allerdings liefert seit Jahren ab wie der Bofrostmann. Er kennt alle Witze und er wird sie auch benutzen. Hier ist Markus Krebs. So, was ist mit dir? Kommen die alle wegen mir, mein neues Programm. Ich erzähle heute aus dem Abschnitt Ain't no sunshine when she's gone. Also, da ist kein Sonnenschein, wenn der Käse weg ist. Wir müssen mal... Hopp! Ich habe mich vorbereitet, habe das hier reingeschrieben. Ah, schlechte Handschrift. Es ist ja tatsächlich so. Ist euch mal aufgefallen, dass nur Assis Corona haben? Gepflegt ist Covid. Vollkommen richtig, was Kaya gesagt hat. Wenn du gepflegt bist, hast du Covid. Assis? Nee, Corona. Ich bin froh, dass Kneipen wieder aufhaben. Dann lerne ich wieder, ich sehe die Leute halt bei uns. Ich bin immer eine Kneipe Rinja, so nennen wir die. Wir haben einen griechischen Wirt, der heißt Bier gratis. Deswegen ist er wohl auch pleite gegangen. Und da haben wir eine Hobbymannschaft gehabt damals. Wir haben uns genannt Aldi Madrid bei Real gearbeitet. Und und wir hatten einen Abwehrspieler, den nannten wir Knockout. Weiß gar nicht warum. Der hat mal gesagt, beim Boxen Zweiter werden ist nicht gut. Hat er nicht unrecht. Ja. Aber war so ein Typ, den interessierte gar nichts. Der hat mit dem U-Boot eine Hafenrundfahrt gemacht. Den hat nichts interessiert. Ja. Aber eine Kante. Der hat bei sich in der Einfahrt Rollbeton verlegt. Der hat eine richtige Kante. Ne? Ja. War mit seiner Ollen essen. Ne? Der hatte eine Frau kennengelernt. Die war wirklich hübsch. Also, dass die, ich sag mal so, dass die hetero war, hast du gesehen, wenn die eine Banane isst. Ja. Und dann ging er mit ihr zum Italiener, ne, und sagte, hier, Mama Macaroni für meine Torte und sie so, Mama Tortelli für mein Backer. Und dann waren die zusammen. Dann sagt die so, hör mal, soll ich dem Wirt sagen, dass die Suppe kalt ist? Das ist Gazpacho. Ja, soll ich Gazpacho sagen, dass die Suppe kalt ist? Ja? Da waren die beiden zusammen. Ich, wie gesagt, in der Kneipe. Da saß einer an der Theke. Ich habe 3 Kilo verloren. Ist das doch gut für die Gesundheit? Ja, aber die Kolumbianer fanden das nicht gut. Aber wirklich, Knockout war einer. Ich mache normalerweise über Religion keine Witze, aber der hatte bei uns einen eigenen Beichtstuhl in der Kirche. Weil er hat die 10 Gebote nicht so genommen, wie man die so sieht. Er sagt so, du sollst sie stehlen, außer du kannst es gebrauchen. Du sollst nicht Ehe brechen, außer die ist ziemlich geil. Du sollst nicht töten, außer der geht dir gerade auf den Sack. Der hat mal gesagt, er hat jetzt einen Taubsturm die Finger gebrochen. Ich sag, wieso? Ja, der wusste zu viel. Das ist... Der war hart drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Aber der war auch irgendwie auch ein bisschen sympathisch. Der hatte so einen schönen Garten, der hat bei Google Earth so 5 Sterne gekriegt. Ja? Und dann saß er mit der Bierpulle, Unterhose im Garten. Ich sag, Knockout, was machst du? Ja, hier soll ein Assi eingezogen sein. Ich warte, wann er kommt. Ne? Anderer Kollege, wirklich, der hat so einen kleinen Garten, da war der Gartenzwerg mit dem Fuß beim Nachbarn. Ne? Das war wirklich so, wie sollte man den beschreiben? Der hat so gerochen, als ob du so eine Packung Fertigfrikadellen gerade aufmachst.
Die sind ja hinterher lecker, aber boah. Der sagt so, ja, ich habe immer ein Problem mit Parfüm und mit dem Deo, weil die Düse ist immer auf der anderen Seite. Der hat schwer einen am Helm, der hat mal einen Tesafilm zurückgespult. Wirklich, der wollte... Ja. Prost erstmal hier. Der wollte 95 noch flüchten. Der hatte richtig einer mehr. Der kam erstmal bei uns in eine Kneipe und sagt so, wie ist denn hier das WLAN-Passwort? Und der Kellner so, ja, muss ich erst was bestellen, ne? Und so, ja, mach mal Milchkaffee. Herr Milchkaffee, wie ist das WLAN-Passwort? Ja, du musst erst mal bestellen, alles groß. Merkst du was, wenn du dir den erklären musst? Weißt du, die beiden Gallier aus dem Dorf kommen so raus. Doppelseitige Minustemperaturen, also richtig kalt. Der eine, scheiß Kälte, selber scheiß Kälte. Schwer. Aber dann kommt er an. Warte, hopp. Boah, die Olle war auch scheiße von dem. Die kam rein, oh, eine Musikbox, darf ich mir was wünschen? Und dann saß Knockout da, ja, tipp mal ein, there's no one like you. Was? Ja, hier ist keiner, den ich mag. Die, hör mal. Die kommen rein. Das macht man nicht als Frau. Crocs. Wenn du als Frau Crocs anhast, hast du aufgegeben. Ja? Die Crocs sind die Sandale des Mannes. Man trägt auch als Mann keine Sandalen. Aber ich komme mit Crocs eine Hornhaut, die hätte meinen Rasen vertikutieren können. Bah, die war fies. Und ein Dutt. Man trägt keinen Dutt. Hier, blond, blond, schöne lange Haare, auflassen. So. Dutt, ich kann 5 Minuten länger pennen. Fick dich. Ja? Hör auf. Hopp. So, wo war ich stehen geblieben? Also, ich saß hier. Hör mal, wir haben ja immer, wir haben Glück gehabt. Wir hatten einen Fußballverein, die alten Herren, die hat manchmal Zeit. Wir waren ja nur 9 Leute. Hab ich gesagt, hier, Klaus, dein Trikot hängt 30 Minuten. Ne, so, ich habe die Familie gerade hier, ja, gern geschehen. Ne? Alte Herren, erkennt sie daran, die haben Klettverschluss auf dem Fußballschuh. Da kommt der bei uns in eine Kneipe, ja, ich habe mich verspätet, meine Frau hat noch feucht durchgewischt. Und ich hatte mal eine Latte beim Tapezieren. Wo ist denn da der Grund? Ich war letztes Mal, da ist kein Schmeißer, ich war letztes Mal bei uns in der Metzgerei, neben mir einen Kollegen, den habe ich bestimmt 10 Jahre nicht mehr gesehen. Der bestellte sich irgendwie 3/4 Pfund Gehacktes. Ne? Und ja, alles klar, wir unterhalten uns, der geht raus. Und kriegen Sie auch Gehacktes? Ich sage, nee, ich dachte nur, weil Sie sich kennen. Wo ist denn die Begründung? Ich war mit meiner Katze am Hauptbahnhof. Weil ich brauchte ein Bild für einen Impfpass, habe ich sie in das Gerät gehalten. Und wir warten auf die Bilder. Auf einmal kommt eine Durchsage. Der Zug nach Oberhausen hat 20 Minuten Verspätung. Ich sag zum Sven so, das ist doch eine falsche Betonung. Da heißt doch nicht Oberhausen. Das ist doch Oberhausen. Man sagt ja nicht Osnabrück. Es ist Osnabrück. Kalorien. Es heißt Kalorien. Batterien. Batterien. Das ist nicht meine Patentante, das ist meine Patentante. Ich habe beim Poker kein Karo-9, ich habe Karo-9. Man kann sich versprechen, wie das buddhistische Standesamt, Entschuldigung, wie das statistische Bundesamt ermittelt hat, so kann man sich versprechen. Aber das geht nicht. Hopp. Ich bin froh, dass ich immer in der Kneipe bin.
Weil da sitzt ja, jede Kneipe hat so einen Jürgen da sitzen. Unser Jürgen saß immer da, sein Bart ist da eingewachsen, wo wir uns festhalten. Der ist nie nach Hause gegangen. Von dem hatte ich auch damals den Witz, bist du nicht der Sohn vom Ziegenficker? Der war von dem. Ja. Aber für mich, ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt, wenn der mir einen kurzen, knappen, Herr Doktor, Sie schreiben schon wieder mit dem Fieberthermometer. Dann gucken Sie mal, in welchem Arsch mein Kugelschreiber steckt. Ja. Hopp. Okay, was habe ich vergessen? Nein, aber ich habe es wirklich geliebt. Zwei Frauen zum Beispiel sind auf der Pferderennbahn total langweilig. Die eine, ich glaube, mein Mann geht fremd. Und die andere, ja, so sind die Männer. Hey, meiner ist genauso, wer weiß, von wem die Kinder sind. Aber, weil man mir gesagt hat, ich darf nicht versaut sein, erzähle ich zum Schluss folgenden Witz. Mir sagen, was ich darf? Pass auf, Gott, pass auf. Das ist wie, guck nicht runter. Natürlich guckst du runter. Oder zieh halt nicht an, dann hat's es an. Aber, pass auf, zwei Typen arbeitslos. Boah, ich könnte mir heute einen brennen, ja, ich auch. Ja, ich habe halt keine Kohle, ja, klar, sicher. Weißt du was, ich habe eine Idee, ich habe da so ein Gläschen Wiener Würstchen zu Hause. Weißt du was, ich nehme eine Wurst mit und dann gehen wir mal in eine Kneipe, saufen auf dem Deckel und so nach 5 Bier, dann tue ich mir ein Würstchen durch die Hose, hier durch den Hosenschlitz und du kniest dich hin, nimmst deinen Mund, glaub mir, wir brauchen nicht bezahlen, wir fliegen raus. Oder so eine gute Idee. Die machen das, sind in der Kneipe, ne, und er nach 5 Strichen auf dem Deckel, jetzt. Würstchen durch, der andere kniet sich hin und er wird so, so eine Sauerei können wir zu Hause machen, das will ich hier nicht haben, beide raus. Das habe ich dir gesagt. Klapp. Die machen das 7, 8 Mal, ne, 10. Kneipe. Sagt der eine, boah, ich bin total besorgt, ich kann nicht mehr. Sagt der andere, ich kann auch nicht mehr, ich habe nach der 3. Kneipe schon ein Würstchen verloren. Dankeschön. Ich hätte keine 10 Sekunden mehr überlebt. Ach man, Gott sei Dank. Ich für meinen Teil bin zufrieden. Markus Krebs, meine Damen und Herren. Danke. Soll ich den Stuhl mitnehmen? Ja, nimm mal den Stuhl mit. Ich hab Stuhl gehabt.